Erstmal herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Session zu Erklärvideo selber erstellen, Tipps und Tricks. Dazu konnten wir Anton Bollen gewinnen, den kenne ich schon seit vielen Jahren. Und ich habe ihn also schon ein paar Mal erlebt zu dem Thema Erklärvideos. Und deswegen hatte ich ihn gefragt, ob er Interesse hat, für unseren MOOC jetzt nochmal so eine Session zu halten, wie ich es auch schon auf dem Knowledge Camp erlebt habe. Alles Weitere kannst du vielleicht selber vorher dich kurz selber vorstellen. Und damit übergebe ich an dich, Anton. Ja, danke dir, Dirk. Ich muss kurz meinen Bildschirm teilen. Eine Sekunde. Ja, also nochmal von mir auch ein herzliches Willkommen zu dem heutigen MOOC und vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf, um Ihnen ein bisschen mehr über das Thema Erklärvideos erzählen zu dürfen. Erklärvideos ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange befasse. Kurz zu dem, was ich mache. Also ich arbeite für eine amerikanische Softwarefirma, zu der sage ich gleich noch ein, zwei Worte. Und in der jetzigen Rolle bin ich ein Kundenberater und ich ja, arbeite vor Ort mit vielen verschiedenen Kunden zusammen und besuche Veranstaltungen. Aber in meiner Vergangenheit habe ich mich sehr stark mit dem Thema Lernvideos befasst, weil ich auch die ganzen Lernvideos für das Unternehmen erstellt habe in verschiedenen Sprachen. Und dieses Interesse ist natürlich nie komplett verloren gegangen, vor allem auch, weil ich sehr stark mit Kunden zusammenarbeite, die dieses Thema jeden Tag leben müssen und leben dürfen. Und aus diesem Grund habe ich eigentlich auch nie wirklich aufgehört, mich mit weiterzubilden, was das Thema Lernvideos angeht. Und besser dahinter zu bekommen, wie man gute Videos erstellen kann, was gute Videos ausmacht und wie man es vielen Menschen erleichtern kann, sich auch selber mit Videos zu befassen, dass dieser Skill, diese Möglichkeit, Videos im Unternehmen einsetzen zu können, nicht mehr nur den großen Firmen oder den Medienprofis vorenthalten ist, sondern dass das wirklich massentauglich wird. Gut, ich arbeite für eine Firma, die heißt TechSmith. Das ist ein amerikanisches Softwareunternehmen aus Michigan, USA. Und wir machen Software oder Produkte, die Unternehmen bei der Vermittlung von Trainingsinhalten und Wissensvermittlung helfen. Die Hauptprodukte, die wir haben, sind Camtasia und das andere Tool, das heißt Snagit. Vielleicht kennen Sie das ja. Mehr will ich jetzt zu diesen Produkten eigentlich auch nicht sagen, denn es geht ja um Erklärvideos und ist ja kein Marketing-MOOC. So, als erstes würde ich ganz gerne mal eine kleine Entwicklung vorstellen, die ich so in den letzten Jahren ein bisschen beobachtet habe, dass Erklärfilme. Jetzt sind meine Folien gerade weg. Okay, da sind sie wieder. Also, das Video an sich in den letzten Jahren sehr stark im Kommen ist. Das ja, hängt damit zusammen, dass einfach mehr Leute mehr Videos schauen. Das sieht man auf, wenn man sich zum Beispiel YouTube anschaut. YouTube ist nach Google der zweitgrößte Search Engine, was einfach darauf hinweist, dass mehr Leute ihre Antworten oder ihre Informationen in Form von Videos aufnehmen möchten und das nun auch können, weil sie die entsprechenden Geräte haben, weil sie die entsprechende Bandbreite haben, was ja auch vor 10 Jahren noch immer nicht so selbstverständlich war, dass sich jeder ein Video anschauen konnte zu Hause am Computer. Und das Ganze, diese Entwicklung, dass Video nicht nur im Entertainment-Bereich, sondern auch in den Unternehmen, auch in der Weiterbildung, auch in den Schulen immer mehr an Importance, also an Relevanz gewinnt, macht ja auch Sinn. Denn Videos sind ein sehr praktisches Medium. Die Betrachter können das anhalten, können zurückspulen, können sich bestimmte Elemente wieder anschauen, wenn sie etwas nicht ganz verstanden haben. Man kann diese Videos, also die Unternehmen oder die Personen, die Videos erstellen, können ein Video, das einmal erstellt wurde, auch zigmal weitergeben. Das heißt, man hat einmal diesen Arbeitsaufwand, aber dann im Nachhinein hat man einen vielfältigen oder einen langjährigen Wiederverwertungszweck für diese Videos. Und auch das rechnet sich dann natürlich dann im Budget und im Arbeitszeiten für ein Unternehmen, wenn man sagen kann, man hat eine gewisse Anzahl von Anfragen oder Informationen als Video ausgelagert und kann immer auf diese zurückgreifen und muss somit nicht zusätzlich nochmal Informationen oder Zeit, ja, Informationen, also nochmal zusätzlich die Informationen aufbereiten oder bereitstellen. Gut, das heutige Thema ist jetzt ein bisschen Erklärvideos. Genau, wenn wir uns jetzt mal Erklärvideos anschauen, oder die Idee behind einem Erklärvideos ist eigentlich folgendes, dass diese Erklärvideos ein Thema, egal was für ein Thema das ist, angefangen von Tomaten anpflanzen bis hin zu SharePoint, bis hin zu gut Meetings gestalten. Es gibt kaum Informationen oder Themen effizient und klar und leicht verständlich zu machen und am besten auch noch in sehr kurzer Zeit und auf sehr effektiven Wege, denn jeder Mensch, Zeit ist Geld, wir sind alle sehr, sehr beschäftigt, wir wollen eigentlich nur diese Informationen abgreifen in kurzer Zeit, leicht verstehen, umsetzen können und uns auch dann wieder an die eigentliche Arbeit machen können. So, jetzt Erklärfilme. Wenn man diesen Begriff googelt,
dann werden oft diese, ich hoffe, das kommt jetzt ganz gut durch, so diese animierten kleinen Filme in dieser Legetricktechnik dargestellt. Das ist in den letzten Jahren von einigen Firmen, unter anderem Simple Show, sehr beliebt gemacht worden. Und inzwischen gibt es mehr Anbieter als Sand am Meer, weil es einfach ein sehr populares, sehr beliebtes Format ist. Und es eignet sich auch ausgezeichnet dafür. Aber ich denke, wir sollten Erklärfilme nicht auf diese eine Art von Video begrenzen. Denn beim Erklären, da ja, je nach Zweck, je nach Sinn, je nach Situation, gibt es natürlich auch andere Videoformate, die sich ebenfalls gut als Erklärfilm anbieten. So gibt es zum Beispiel die Screencasts, wenn es darum geht, also Screencasts sind Bildschirmaufnahmen und die zeigen die Verwendung einer Software oder auch eines Systems. Und denn häufig sind es gerade die Sachen, die man am Computer durchführen muss, die ja, die auf folgende Weise erklärt werden können. Und auch da wird dann einfach der Bildschirm aufgezeichnet und man kann mit wenigen Schritten genau eins zu eins die Schritte zeigen, die der Betrachter dann im Nachhinein nachvollziehen soll oder verstehen soll. Nicht alle Prozesse finden aber auch unbedingt am Computer statt und in dem Sinne gibt es noch Videos, die dann Vorgänge aus der realen Welt zeigen, also in diesem Fall ist das jetzt diese Stempelmaschine, wie man die bedient, wie man hier einen Schalter umlegt. Das alles würde ich als Erklärfilme kategorisieren. Und dann auch nicht zuletzt, wenn man jetzt Interviews oder Präsentationen von und mit Wissensexperten hat, das ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges Format für Erklärfilme. Gut, also Sie sehen, also ein Erklärfilm ist nicht unbedingt auf ein Format beschränkt, sondern es gibt viele verschiedene Formate und das sind jetzt auch noch vier Beispiele. Man kann sich jetzt noch viele weitere Formate, Videoformate überlegen, die dann auch als Erklärfilm zählen würden. Solange das Video aber sich mit der effizienten Vermittlung eines Themas oder eines Prozesses beschäftigt, würde ich es als Erklärfilm bezeichnen. So, in Ihrem Unternehmen, sorgen wir nun, dass Sie in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Arbeiten vermehrt auf Videos, Erklärvideos setzen möchten. Und da haben Sie im Grunde zwei Möglichkeiten, an diese Videos zu kommen. Und auf der einen Seite können Sie sich eine professionelle Agentur ins Haus holen und mit dieser Erstellung der Videos beauftragen. Und bei diesen Agenturen werden Sie in der Regel sehr kompetent beraten. Die Agentur kümmert sich eigentlich um alles, so full-service-mäßig. Sie schreiben das Skript, die machen die Vertonung, die Konzeption und am Ende bekommt man ein gutes Ergebnis, auf das man stolz sein kann und das seinen Zweck in der Regel auch sehr, sehr gut erfüllt. Allerdings, und das ist wirklich der große Nachteil bei dieser Ansatzweise, ist, dass diese Videos sehr, sehr teuer sind. 1.000 bis 2.000 Euro für eine Minute Video sind in der Regel schon realistisch, wenn man sich mal so ein bisschen bei den Anbietern umschaut. Und das kann man vielleicht für einen einfachen Imagefilm oder einen einzigen Imagefilm ganz gut vertreten. Aber wenn man jetzt wirklich viele Videos benötigt, dann wird dieser Preispunkt sehr, sehr schnell sehr, sehr unrealistisch. Und daran kann dann die komplette Videostrategie scheitern. Oder auch natürlich wird auch der Firmenchef sagen, Entschuldigung, wie viel Geld haben Sie jetzt gerade für diese drei Filme ausgegeben? Das ist natürlich dann nicht unbedingt der Sinn der Sache. Außerdem denke ich auch oft, dass diese Agenturfilme in vielen Zwecken, in vielen Situationen einfach zu viel des Guten sind. Ja, also wenn es nur darum geht, meinen internen Kollegen die Änderungen an einem System zu erklären, irgendwelche informellen Sachen zu vermitteln, da brauche ich keinen hochpolierten Agentur-Hollywood-Film. Da reichen einfachere Mittel. Das wäre so ein bisschen wie ja, mit einer Kanone auf Spatzen schießen, wenn man wirklich sagt, man macht für jede kleine interne Sache einen großen Film von so einem Anbieter, von so einem kommerziellen Anbieter. Und in dem Sinne ist die Alternative dann natürlich, dass man die Videos selber erstellt und auch in-house produzieren lässt. Denn man hat da in der Regel mehr Kontrolle, man ist ja oft effizienter, die Projekte sind skalierbar und man spart sich auch in der Regel Geld. Und man sollte aber auch beachten, dass dann die Produktion von Videos, der eigenen Videos, bringt auch einen gewissen Zeitaufwand mit sich. Und das Look und Feel der erstellten Videos, das ist nicht unbedingt immer genauso auf dem gleichen hohen Level wie diese Videos von den Agenturen. Also die muss man sich dann auch bewusst sein, dass man diesen Agenturvideos wahrscheinlich mit der eigenen Produktion nicht ganz das Wasser reichen kann. Aber das muss man ja eigentlich auch nicht. In vielen Fällen zumindest nicht. Und ich selbst bin in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren, wo ich mich mit Videos verfechte, habe beide Seiten gesehen. Ich habe mit Agenturen zusammengearbeitet an Videoprojekten. Ich habe Videos selber erstellt in Hülle und Fülle. Und ich bin bis zu heute immer noch ein sehr großer Verfechter vom Selbermachen. Und ich möchte das Ihnen jetzt auch ein bisschen mehr ans Herz legen, dass man, ja, dass Sie auch selber Videos erstellen können und somit auch selber dann die ersten Schritte in Ihrer Videostrategie gehen können, Ihre ersten Inhalte auch bereitstellen können und ja, Konzepte innerhalb Ihres Unternehmens oder auch außerhalb des Unternehmens dann effizient erklären zu können. So, als
wie gesagt, als Verfechter von diesem Selbermachen weise ich ganz gerne auf eine wichtige Entwicklung hin. Früher, also selbst vor den letzten 10 Jahren, haben sich die meisten Menschen das Erstellen eigener Videos überhaupt nicht zugetraut. Denn man braucht irgendwie große Kameras, Schnittprogramme waren immer sehr kompliziert, ohne Schulung ging schon gar nichts. Und Leute haben sich auch nicht ganz gerne, haben sich eigentlich auch immer ein bisschen gescheut, vor der Kamera zu stehen. Doch in den letzten 10 Jahren oder so, würde ich sagen, hat sich eigentlich sehr, sehr viel getan. Denn die Aufnahme von Video, also egal, ob es jetzt einfache Bildschirmaufnahmen sind oder Aufnahmen mit dem Handy oder die Kamera, die wir jetzt hier bei dieser WebEx-Session dabei haben, es ist einfach kinderleicht geworden, Videoaufnahmen zu erzeugen. Und Menschen telefonieren ja auch via Skype und haben Videokonferenzen. Und somit ist auch die Scheu vor der Kamera oder sich vor der Kamera zu zeigen um einiges gesunken. Und alles zusammengefasst ist es so eine technische und auch kulturelle Veränderung, dass Videoaufnahmen sind heutzutage eigentlich jedermann und jeder Frau zuzutrauen. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses Ding, dass Videos nur von den Profis gemacht werden können, sondern ja, die meisten von uns werden wahrscheinlich eine Videokamera in der Hosentasche haben, wenn wir jetzt drüber nachdenken, denn ich habe mein Handy dabei. Und was hält mich davon ab, einen einfachen Prozess mal eben schnell mit meiner Kamera abzufilmen? Und dann auf der Seite der Videobearbeitung und auch des Video-Hostings hat sich eine große Menge getan im Umfeld, was es so gibt. Und die heutigen Produkte, die es gibt, jetzt nicht nur unsere, sondern auch die von allen Mitbewerbern und so weiter, werden zunehmend benutzerfreundlich. Es gibt verschiedene Vorlagen. Und unterm Strich würde ich eigentlich auch sagen, dass es heutzutage jedermann möglich ist, ohne große Videovorkenntnisse gut aussehende und auch wirklich effektive Videos zu erstellen. Mit ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld ist das auf jeden Fall möglich. Und das war vor 10 Jahren noch eine ganz, ganz andere Situation. So zusammengefasst ist die Videohemmschwelle eigentlich schon gefallen. Und jetzt, wo die Hemmschwelle gefallen ist und unendlich viele Videoinhalte produziert werden, teil gut, teil richtig schlecht, ist es wichtiger denn je für uns als Leute, die Videos erstellen und auch bereitstellen möchten, dass die Videos, die wir produzieren, dass die am Ende des Tages auch sehr effektiv sind und einen gewissen Punkt, und dass die auch verstanden werden und ihr Lernziel auch wirklich erreichen. Und damit ist dann halt so ein bisschen die Frage, was man bei der Erstellung von Videos selber beachten sollte. Was ist wichtig an Videos? Was sollte man, durch welche Konzepte kann man die Wirksamkeit der eigenen Videos verbessern? Und das sind also Fragen, mit der ich mich schon länger jetzt auch beschäftige. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen heute jetzt ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, worauf Sie auch selber achten können und achten sollten, wenn Sie eigene Videos erstellen möchten. Wie schon gesagt, ich nehme mal so ein bisschen als Hintergrund, ich arbeite hier für die Firma TechSmith und wir stellen Software her, mit der Personen eigene Erklärvideos produzieren können. Und wir haben vor ungefähr 2 Jahren, ja, inzwischen fast schon 3 Jahren, also auf jeden Fall vor 2, 3 Jahren, haben wir eine große Umfrage durchgeführt, weil wir dieses Thema Lernvideo auch wirklich selber verstehen wollten. Um zum einen unsere Produkte weiterzuentwickeln, um die richtigen Funktionen einzubauen, aber vor allem auch, dass wir unsere eigenen Lernvideos, die wir intern und extern erstellen, dass wir die besser optimieren können. Und auch, weil wir sehr viel mit unseren Kunden zusammenarbeiten und die natürlich auch diese Fragen haben, wie mache ich mein Video effektiver, damit wir auch da passende Antworten haben. Und um dieses Verständnis zu bereichern, haben wir dann Folgendes gemacht. Wir haben eine große Umfrage durchgeführt mit knapp 2000 Teilnehmern. Und das Ziel war es wirklich, die Erwartungen und das Verhalten der Zuschauer besser verstehen zu können. Und im Rahmen dieser Umfrage haben wir Fragen gestellt, wie welche Arten von Videos schauen Sie sich an, wie lange sollten die Videos sein, wann und wo schauen Sie Ihre Videos und so weiter und so weiter. Und um dieser Selbstauskunft etwas entgegenzuwirken und sie auszugleichen, dann gab es noch einen zweiten Teil der Studie. Und hier haben wir die Teilnehmer gefragt, dass sie uns doch mal ein gutes Beispiel von einem Video schicken sollen, das sie wirklich toll finden. Ja, also nach dem Motto, schicken Sie uns ein Video, das sie großartig finden. Und diese Videos haben wir per Hand, das war meine liebe Kollegin Stefanie, per Hand analysiert und auf gemeinsame Merkmale geachtet. Also wir haben versucht, Merkmale zu identifizieren, die in jeder Art oder in vielen der Videos immer wieder vorkommen könnten, um einfach so ein bisschen so einen Trend oder ein bisschen erkennen zu können, was gute Videos eigentlich ausmacht. Und natürlich haben wir diese Ergebnisse der Antworten dann miteinander verglichen und dann somit auch einen Einblick über diese Selbstentstufung der Teilnehmer, die sie im ersten Teil der Umfrage gemacht haben, darüber hinaus hinweg gewonnen. Also wir haben wirklich versucht, das große Bild zu sehen und nicht nur die Ergebnisse der Antworten selbst, sondern halt auch noch diese zusätzliche Analyse. So. Wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit, die kompletten Ergebnisse in dieser Session durchzugehen. Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde. Stattdessen werde ich einige Ergebnisse dieser Studie jetzt direkt aufgreifen und
Ihnen dadurch zeigen, worauf Sie bei der Erstellung der eigenen Videos dann achten sollten. Und der erste Schritt ist für jeden, der ein Video erstellen möchte, sich erstmal ein paar Fragen selber zu stellen. Bevor Sie selber anfangen, Videos zu erstellen, sollten Sie sich ein paar eigene Fragen stellen. Und zwar zuerst, was ist eigentlich das Ziel des Videos? Also was wollen Sie damit erreichen? Muss man einen Prozess dokumentieren? Will man ein Meeting ersetzen mit einem Video, dass die Informationen halt außerhalb des Meetings vermittelt werden? Anleitungen, also Sie sehen das ja hier, es gibt viele Einsatzszenarien für Videos. Und bevor Sie einfach sagen, ich mache jetzt ein Video, ich klicke auf den roten Knopf auf meiner Kamera, sollte man sich natürlich dieses eigene Ziel für dieses eine Video selbst vor die Augen halten und dann auch im Auge behalten, damit man auf den Punkt kommen kann. Und dann ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch die Zielgruppe. Und diese Zielgruppe, ja, ist das intern oder ist das extern? Und selbst, also sind es meine Kollegen oder sind das die Kunden? An wen richtet sich das Video? Ist, richtet sich das an eine große Anzahl an Kunden, so generell gesehen als Informationsvideo, oder ist es jetzt eine spezielle Antwort an einen bestimmten Kunden, der mir eine Anfrage gestellt hat? Spreche ich mit Leuten auf dem gleichen Augenlevel oder spreche ich die höhere Manager-Ebene an? Aus welcher Branche kommen sie? All das definiert, also Thema Branche, Videos in einer Anwaltskanzlei werden natürlich anders aussehen als die Videos, die von oder für eine Softwarefirma zum Beispiel produziert werden. Und all das muss man sich ein bisschen vor die Augen halten, dass nicht jede Video immer gleich gut für die gleiche Zielgruppe geeignet ist. Denn ja, wer die Zielgruppe ist, definiert auch wirklich den Ton und den Stil und auch den Aufwand, den ein bestimmtes Video mit sich bringt. Da sollte man sich dann auch dann fragen, ob ein einfacher Screencast, eine einfache Bildschirmaufnahme auch reicht oder ob wir auch wirklich dann professioneller oder echtes Video von der realen Welt mit einbringen müssen. Wie gut muss das produziert sein? Reicht es da, wenn ich mit dem Handy hingehe oder muss ich wirklich ein Videoteam engagieren? Genau, was ist am wichtigsten, dass das professionell rüberkommt oder auch das, oder ist das Allerwichtigste, dass die Informationen einfach sehr effizient vermittelt werden? Und also was muss man halt so ein bisschen berücksichtigen, bevor man überhaupt ein Video macht. Am besten schreibt man sich das so ein bisschen auf, dass man sich einen Plan konstruieren kann mit dem eigenen Ziel für das Video, den Stil, auch ob man mit du oder mit sie sprechen wird und vielleicht auch vom Visuellen her, dass man sich dazu schon ein paar Gedanken macht, welche Beispiele man zeigen möchte und so weiter. Dass man von der Vorbereitung her schon die Vision des Videos eigentlich hinlegt und dass man dann nicht während der Aufnahme dann probiert, diesen Faden zu folgen zu können. Und jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen in einer meiner Lieblingsthemen oder Lieblingsfragen einsteigen, denn die kommt eigentlich jedes Mal, wenn ich mit jemandem über Video rede. Wie lang soll dieses Video eigentlich sein? Was ist denn so die ideale Länge für ein Erklärvideo? Und klar, hängt man wieder auch von der Zielgruppe und von dem Thema ab, aber schauen wir uns doch mal diese Ergebnisse von der Umfrage an, die ich vorhin erwähnt habe. Ich erkläre das mal gerade, wie das so ein bisschen aufgebaut ist, unsere Umfrage. Also wir haben drei Arten von Videos analysiert: Unterhaltungsvideos, also irgendwelche lustigen Videos, die können wir jetzt in diesem Rahmen erstmal ignorieren. Aber Anleitungen, wie repariere ich einen Wasserhahn, wie bediene ich SharePoint, also auch Informationsvideos, also nach dem Motto, das sind die wichtigen Richtlinien der Neu von Paragraph 27 oder Informationsvermittlung an sich. Und blau und grün sind eigentlich für meine Zwecke und wahrscheinlich auch für Ihre Zwecke die wichtigere Gruppe. Und das sind nur die Ergebnisse von dem, was die Leute in dieser Umfrage von sich selber preisgegeben haben. Also die Leute haben gesagt, das sind Videos, so lang dürfen die Videos meines Erachtens sein. Und ich finde es sehr interessant, dass der Schwerpunkt für die Videos für Anleitungen hier im Bereich von 6 bis 15 Minuten liegt. Also wirklich, ja, das sagt uns eigentlich, dass Zuschauer gerade bis hier 15 und selbst bei 20 sind noch relativ viele Leute mit dabei. Und das sagt uns generell, dass die Zuschauer eine Toleranz für längere Videos haben, wenn sie einen Zweck erfüllen natürlich. Und dass etwas gut erklären auch gerne etwas Zeit in Anspruch nehmen kann und dass sich die Zuschauer theoretisch dieser Sache auch bewusst sind und es auch akzeptieren. Denn diese Menschen, 2000, also nicht alle 2000 haben das so gesagt, aber ein Großteil der befragten Leute haben gesagt, ja, ich würde mir auch ein Anleitungsvideo anschauen, das 15 Minuten, 20 Minuten lang ist oder vielleicht sogar noch länger. So, Sie erinnern sich aber jetzt an die Fragen, an diese Videos, die wir analysiert haben. Und auch hier haben wir natürlich geschaut, wie lang sind diese Videos. Und wir haben diese Datensätze miteinander verglichen. Und diese Daten bestätigen zwar, dass ein Erklärvideo auch etwas länger sein darf, aber bei maximal 10 Minuten ist ja ein eindeutiger Break. Also ist hier eindeutig Schluss, weil danach, ja,
also fast keine dieser Beispiele, die wir bekommen haben, waren länger als diese 6 bis 10 Minuten. Und ich denke, das steht zum einen im Widerspruch zu dem, was wir hier sehen, zeigt uns aber auch so ein bisschen, was das, was Leute sagen, nicht unbedingt immer die Realität reflektiert. Und ich sehe das auch so ein bisschen so, es gibt zwar diese allgemeine Bereitschaft, wenn nötig, auch mal längere Videoinhalte anzusehen. Und für manche Themen müssen diese Sachen auch einfach länger sein. Aber die Präferenz der Zuschauer und vor allem auch die besten Beispiele halten sich eher im kürzeren Bereich. Und das ist auch das, was ich jetzt nicht nur aus dieser Studie, sondern auch aus den Gesprächen mit anderen Leuten im Feld auch immer wieder gehört habe. Dass in der Kürze die Würze liegt, ja, dass man eher schnell und knackig zum Punkt kommen sollte. Ja, so meine Faustregel so für die ideale Länge für Erklärvideos ist in diesem Sinne dann meistens ja so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich. Ich probiere meine Inhalte für mein Feld, für meine Kunden in der Regel unter 7 Minuten zu halten, weil ich denke einfach, dass wenn es länger ist, dann kann ich das Video, das Thema in mehrere Unterthemen aufteilen. Da gibt es ja auch diese Stichpunkte Microlearning, Knowledge Nuggets, Knowledge Clips. Also diese Idee, dass man Informationen in wirklich ganz, ganz kleine Häppchen verpackt und diese Informationshäppchen dann zielgenau zusteuern kann. Und das ist natürlich dann auch eine Überlegung, ob man jetzt sagt, ich mache jetzt ein Video, das ist 15 Minuten lang, oder mache ich daraus 10 kleinere Videos, à 2 Minuten, auf die die Betrachter dann auch gezielt zugreifen können, gezielt die Informationen aufgreifen können und sich dann nicht unbedingt immer durch ganz lange Videoromane wälzen müssen, um diese Informationen aufgreifen zu können. Ja, wie schon gesagt, die Länge, diese 7 Minuten, das ist wirklich nur meine Faustregel für meine Zielgruppe mit meinen Zielen vor Augen, ist natürlich auch themenabhängig und auch wieder zielgruppenabhängig. Also behalten Sie es so ein bisschen im Auge, aber trotzdem so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich. Ich denke, wenn Sie das im Auge behalten, diesen Satz, dann werden Sie schon auf dem richtigen Weg sein. Jetzt noch kurz als Beispiel habe ich jetzt auch mal die Lernvideos analysiert, die wir bei TextMath unseren Kunden zur Verfügung stellen zum Erlernen der Software. Und dann sehen Sie auch, dass wir das längste Video ist 8 Minuten lang, das kürzeste ist 1 Minute, je nach Fall, je nach Ziel des Videos. Ja, da gibt es auch bei uns da eine große Range, also ein großes Spektrum. Aber die meisten Videos haben wir in unserem Fall wirklich bei den 2 bis 3 Minuten gelassen, weil wir einfach gesagt haben, das ist eine ganz gute Einheit, um eine Funktion oder einen Arbeitsvorgang in der Software entsprechend zu zeigen. Ja, und unsere Durchschnittszeit ist knapp unter 4 Minuten, aber das sehen Sie dann ja, wie sich das insgesamt aufbaut. Ja, eine weitere Frage aus Statistik aus unserer Umfrage. Wir haben die Leute gefragt, ob sie sich ein Video eigentlich immer sofort anschauen, wenn es ihnen zugeschickt wird. Also stellen Sie sich vor, der Kollege schickt Ihnen eine E-Mail, hey, schauen Sie sich mal das Video an. Und ja, 40% der Leute, 39% der Leute haben gesagt, ja, ich schaue es mir in der Regel sofort an, wenn ich so ein Video bekomme. Aber 61% sagen, ja, nee, manchmal verschiebe ich das auch. Ist ja auch verständlich, man hat andere Projekte am Laufen. Und was passiert, wenn man ein Video mal verschiebt, zeitlich verschiebt und sich nicht direkt anschaut? Dann wird es nochmal verschoben und dann wird es nochmal verschoben und dann wird sich, ja, und dann ist es, Sie kennen es wahrscheinlich von sich selbst, dann wird das Video einfach nicht angeschaut am Ende des Tages oder am Ende der Woche. Und diese Informationen, die wir mit viel Aufwand in das Video reingepackt haben, haben Ihre Zielgruppe erst gar nicht erreicht. Ja, und deswegen ist es für uns als Menschen, die Videos erstellen, sehr, sehr wichtig, die Leute dazu zu bekommen, auf diesen Play-Button zu klicken und sich dieses Video als ersten Schritt überhaupt anzuschauen. Ja, wie kriegen wir die Leute eigentlich überhaupt dahin, dass sie das annehmen? Und das hängt sehr stark damit zusammen, was außerhalb des eigentlichen Videos passiert. Ja, und was ich damit meine, sind so Sachen wie zum Beispiel, wenn sie ihre Videos bei YouTube zeigen oder bei SharePoint oder einem internen System einbetten, wenn sie die Möglichkeit haben, mit diesen Thumbnails, diesen kleinen Bildern hier zu arbeiten, dass man dort zum Beispiel sehr aussagekräftige Thumbnails verwendet. Ja, hier links haben wir nun ein Beispiel. Und diese Thumbnails finde ich persönlich jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Man erkennt das Thema nicht, man weiß nicht, worum das geht. Sind das jetzt Technologieberater? Stehen die vor einem großen Fenster? Ja, also jetzt die Bilder selbst reizen mich auf keinster Weise wirklich, das anzuklicken. Vielleicht das hier noch, weil da noch was mit der Straße zu tun ist. Aber so im Großen und Ganzen sehen Sie schon, dass das nicht wirklich auf den Punkt kommt. Und jetzt verglichen vom gleichen YouTube-Kanal 4 weitere Thumbnails, die ja dann doch ein bisschen mehr Action zeigen. Das hier, das mit dem Natural Disaster ist sehr schön dargestellt mit dem farblichen Ton. Abenteuer, das mit der Polizei, das hat auch so ein bisschen was Abenteuerliches. Auch das hier ist wieder eine hochqualitative Grafik. Das sieht einfach professioneller und besser aus als das, was wir hier links zu sehen haben. Und
ja, diese guten Thumbnails helfen einfach, das Interesse der Betrachter zu wecken, dass die Betrachter dann auch auf diesen Video, auf das Video klicken möchten, um es sich auch anzuschauen. Ich zeige das jetzt nochmal einen Schritt weiter, wie man das ganze Konzept dann weiterführen kann. Jetzt sagen wir mal wieder hier, Sie bekommen einen Newsletter oder Sie bekommen eine E-Mail, in der sagt, ja, okay, kurze Einführung zu einem Thema, hier unten ist dann der Link, klicken Sie hier, um das Video anzuschauen. Ja, und das ist, also wirklich reizen tut mich das in diesem Sinne jetzt nicht. Es geht nämlich noch um einige spannender. Gleicher Newsletter, gleiche E-Mail, aber zuerst einmal so eine kurze Fragestellung, die ist jetzt leider auf Englisch gehalten, weil ich die aus einer anderen Präsentation übernommen habe, aber einfach mal, wussten Sie, dass der Polizeibeamter im Durchschnitt 25 verschiedene Stücke von Equipment hat, die mehr als 14 Kilo wiegen? Das ist schon mal so eine interessante Frage. Nein, das wusste ich nicht. Das Interesse ist schon mal in gewisser Weise geweckt. Dann schauen wir uns als nächstes mal dieses Thumbnail an. Und weil wir ein Bild haben, weckt das auch sofort nochmal das zusätzliche Interesse. Und klar, ich habe jetzt hier ein Thumbnail benutzt, das besonders in meinen Augen spannend ist, aber besser als gar kein Bild. Also können natürlich auch irgendwas anderes nehmen, wenn Sie jetzt nicht über, ja, in diesem Fall waren es ja Polizeibeamten reden, sondern über ein anderes Thema, dass Sie halt da etwas nehmen, womit sich die Leute identifizieren können, was das Interesse so ein bisschen weckt. Zusätzlich ist auf dieser Grafik auch noch dieser Play-Button drauf, dass die Leute sofort wissen, aha, es handelt sich um ein Video. Und was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, hier unten rechts steht die Zeit, wie lang dieses Video eigentlich ist. Das Ich heißt, ich als Betrachter, ich sitze gerade an meinem Computer, ich bekomme diesen Newsletter und da steht, aha, okay, spannende Frage. Ah, ich muss nur 3,5 Minuten investieren und ich kriege diese Frage beantwortet. 3,5 Minuten, mein nächstes Meeting ist erst in 8 Minuten. Kein Problem und ich schaue mir dieses Video an. Einfach weil ich schon so viele Informationen übermittelt bekommen habe, bevor ich überhaupt auf diesen Play-Button geklickt habe, war es für mich viel besser nachzuvollziehen oder viel besser auszuwerten, warum und wieso ich mir dieses Video jetzt eigentlich anschauen sollte. Und es hat natürlich auch mein Interesse geweckt. Das heißt so ein bisschen zusammengefasst, wir müssen eigentlich Menschen ermutigen, das Video auch anzuschauen. Es reicht nicht, ein gutes Video zu machen und es irgendwo hinzustellen, dann hoffen, dass die Leute darauf hinkommen, sondern wir müssen dann schon ein bisschen was tun, um die Leute dorthin zu führen. Ja, da kann man zum einen Mehrwert kommunizieren, warum man sich das Video anschauen sollte. Arbeiten Sie effektiver, lernen Sie die neuen Vorgaben. Ja, ansonsten auch einfach ein bisschen das Interesse erwecken, was ich jetzt im vorherigen Beispiel mit dieser Frage gemacht hat. Man kann auch Fakten nennen. Man kann die Leute halt irgendwie auch ein bisschen abholen und zu dem Thema ein bisschen heranführen. Auch Spannung erzeugen, das können dann auch wieder die Bilder oder diese Thumbnails sein. Und zuletzt, Zeit ist kostbar, meine Zeit ist kostbar, Ihre Zeit ist kostbar, dass man auch auf die Videolänge hinweist und auch ein bisschen kommuniziert, was man eigentlich investieren muss in dieses Video, um den Mehrwert zu bekommen, der am Ende dann des Tages dasteht. Genau, das gleiche Konzept lässt sich natürlich jetzt nicht nur auf diese E-Mail übertragen, sondern zum Beispiel auch auf die Videobezeichnung, die Beschreibung, die manchmal neben einem Video zu sehen ist. Da würde man natürlich auch dann nicht nur sagen, hier ist das Video von unserem Meeting, sondern lernen Sie, wie Sie folgende Sachen umsetzen können oder nach diesem Video werden Sie folgende Sachen besser können oder so weiter. Dass man auch da wieder die Menschen ermutigt, das Video anzuschauen und dann auch diesen Mehrwert kommuniziert und diesen Leuten auch zeigt, warum man es tun sollte. So, jetzt hatte ich ja vorhin erwähnt, dass meine Kollegin 400 oder 500 Videos analysiert hat und nach besonderen Eigenschaften gesucht hat, die eigentlich immer wieder in all diesen verschiedenen Videos aufgetaucht sind. Und da haben wir insgesamt 9 verschiedene Gruppen oder Eigenschaften entdeckt, die wir immer wieder gesehen haben in verschiedenen Formen in diesen großartigen Videos oder in diesen tollen Videos. Und ich würde ganz gerne mal 2, 3 aus dieser Liste jetzt hier hervorheben. Also zum einen, was wir sehr viel gesehen haben, waren Annotationen und Textfelder, die zu dem eigentlichen Video selbst nochmal weitere Informationen geboten haben. Und diese Textfelder und Annotationen haben ganz verschiedene Formen. Also es kann ganz einfach sein, so als Annotation ein Pfeil oder ein Kreis, der auf ein bestimmtes Element im Video hinweist. Oder auch hier dieser Scheinwerfereffekt, einfach um Informationen nochmal so ein bisschen hervorzubringen. Kann aber natürlich auch Text sein, wenn wir jetzt hier mit einem Sprecher reden, dass man dann unterhalb des Videos dann den Sprechernamen einblendet, um zu sagen, wer ist diese Person, warum ist diese Person wichtig, warum sollte man dieser Person zuhören. Auch irgendwelche Statistiken oder auch Warnhinweise lassen sich dann sehr, sehr gut über diese Textfelder und Annotationen noch zusätzlich hin einfügen. Und es geht eigentlich wirklich darum, dass man nicht nur das Video an sich präsentiert, sondern mit Hilfe dieser Stilelemente noch zusätzliche Informationen hinzufügt oder auch einfach die Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche lenken kann, um das Verständnis zu erleichtern.
Was wir auch sehr oft festgestellt haben, ist, dass die Videos auf irgendeine Weise einen Sprecher beinhaltet haben. Nicht alle natürlich, aber das war immer wieder regelmäßig, ist uns das aufgefallen. Und das hatte auch wieder so ein bisschen was Persönliches, was Authentisches. Man kann sich ein bisschen besser ja, mit dem Video identifizieren. Und auch da gibt es dann verschiedene Wege, wie man das machen kann. Also ein Kollege von mir hat früher immer nur ganz am Anfang sein Video, ein Bild von sich selbst im Video gezeigt. Also war nicht mal selbst der Sprecher, sondern wirklich nur als Bild. Aber trotzdem wusste man, aha, das ist Josh, der macht gerade ein Tutorial zu dem Audiobearbeitungsprogramm Audacity. Oder man kann sich halt im Bild im Bild zeigen, oder wie ich gerade eben schon gezeigt, als wirklich Interviewstil, dass man dann den Sprecher wirklich vor der Kamera hat. Oder wenn man möchte, das habe ich jetzt neulich mal wieder gemacht, dass man sich dann vor Greenscreen aufnimmt, das ist dann wirklich schon eher Richtung Hollywood, also ein bisschen höher, nicht Hollywood, aber höhere Produktionswert, höherer Produktionsaufwand, dass man sich vor einem grünen Hintergrund aufnimmt, den Hintergrund ausblendet und sich so wird dann, wie hier unten rechts, dann wirklich vor den Inhalten oder in den Inhalten zeigen muss. Auch da gibt es keine definierten Stil, so muss das auch sein, damit es effektiv ist. Aber im Allgemeinen kann man schon sagen, dass wenn man weiß, wer der Sprecher ist und sich auf den Sprecher auch irgendwie sieht, sich irgendwie mit diesem Sprecher identifizieren kann, dass das den allgemeinen Mehrwert des Videos dann doch um einiges anhebt. Und gerade wenn diese Videos innerhalb des Unternehmens verwendet werden, bringt das natürlich einen riesen Vorteil, weil man sich dann ja auch kennt vom Flurfunk her, aus der Cafeteria, oder hier ist die Ansprache vom Chef, man sieht den Chef dann auch, oder man ist der Experte zu einem gewissen Thema, dass man sich dann auch nicht nur per Inhalt und per Ton in den Mittelpunkt stellt, sondern dass man sich auch wirklich im Video zeigen kann und dass die Leute einfach noch sehen und erkennen können. Und kleine Anekdote noch an dieser Stelle, für mich selbst, auch das ist natürlich immer wieder Zielgruppen und so weiter gesteuert, der Sprecher ist in den meisten Fällen nicht der Schwerpunkt, denn der Sprecher ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Der Zweck sind ja eigentlich die eigentlichen Inhalte, die Informationen, die vermittelt werden. Und das sind dann meistens PowerPoint-Folien oder Softwareanwendungen oder irgendetwas, was gezeigt werden muss, wo man den Sprecher nicht unbedingt sehen soll. Und der Sprecher kann aber in einem Video relativ leicht ablenken, wenn er die ganze Zeit zu sehen ist. Und jetzt mein Ansatz für nicht alle, aber einige meiner Videos ist so, dass ich mich teilweise im Video zeigt. So zeige ich mich zum Beispiel als kurze Einführung. Hallo, hier ist Anton und willkommen zu diesem Video. Dann verstecke ich mich als Sprecher und ich zeige eigentlich die eigentlichen Inhalte, die Lerninhalte ohne den Sprecher, dass sich die Betrachter darauf konzentrieren können. Vielleicht beim Kapitelübergang zeige ich mich noch einmal in der Mitte und dann ganz am Ende zum Abschluss beim Abspann bringe ich mich vielleicht auch noch mal ins Bild und wünsche den Zuschauern einen schönen Tag und eine gute Reise oder was auch immer das Thema an dieser Stelle ist. Und so habe ich den Kompromiss zwischen, der Sprecher ist noch drin, man hat dieses Persönliche, aber man lenkt nicht von den eigentlichen Lerninhalten ab. Und ich persönlich finde dieses Format halt sehr spannend, das macht mir auch sehr viel Spaß, das so zu produzieren. Ich habe auch gute Rückmeldungen bekommen. Ist also etwas, was man sich auch selbst überlegen könnte, ob man das machen möchte oder nicht. Und man muss ja auch hier nicht damit großen Kameras hantieren. Es reicht vielleicht auch wirklich, wenn man sagt, okay, ich nehme es mit der eingebauten Webkamera in meinem Laptop auf. 3 Minuten oder 3 Minuten kurze Ansprache. Dann wechsle ich zum Bildschirminhalt, zeige dort, was gezeigt werden muss. Und vielleicht am Ende zeige ich mich noch einmal im Bild. Und auch so kann man diesen Effekt mit überschaubarem Aufwand dann nachbauen und zeigen. Ein weiteres Element, was sehr wichtig ist, sind Animationen. Denn diese Animationen helfen, also ich habe jetzt hier einmal 2 Beispiele, einmal links ohne Animation, einmal rechts mit Animation auf verschiedene Weise, dass diese Animationen die Aufmerksamkeit der Betrachter lenken und auch auf sich ziehen. Und somit kann man dem Lernverständnis der Betrachter einfach unglaublich stark helfen, dass man einfach sagen kann, oder einfach, dass man es einfach ein bisschen unterstützt. Nur starre Bildschirminhalte werden schnell langweilig, man schaut schnell woanders hin, man passt nicht auf. Ich meine, Sie kennen das ja von PowerPoint-Folien, bei denen für 5 Minuten nichts passiert und die Person redet nur. Der Stoff ist sehr, sehr spannend, ist man meistens dann schnell irgendwie mit den Augen woanders hin. Wenn sich aber viel bewegt, schaut man weiterhin, achte darauf, dass das alles auch, das hilft einfach, diese Aufmerksamkeit zu steuern. Und deswegen ist das auch ein sehr wichtiges Element in die Videos, dass man, wenn man die Zeit hat, auch einbauen sollte. Und das muss auch nicht kompliziert sein. Man muss jetzt nicht animierte Filme erstellen, um diese Animation zu haben. Selbst hier, wie wir sehen, so kleine Zoom-Effekte oder auch das Ein- und Ausblenden von verschiedenen Kreisen und Kringeln macht einfach schon viel her, was die Aufmerksamkeit und dieses Lenken der Aufmerksamkeit angeht. Zuletzt von ein ganz wichtiger Punkt, aber ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, sind die sogenannten Hyperlinks. Und dabei geht es darum, dass diese Videos, dass es mit einem Video nicht genug ist, sondern dass man innerhalb des Videos oder unterhalb des Videos
irgendwie im Rahmen der Videos zusätzliche und weiterführende Informationen anbietet, dass der Betrachter nachdem er sich das Video angeschaut hat, dann auch gleich weiß, was er als nächstes machen sollte. Vielleicht gibt es das nächste Video in einer Serie, diese Inhalte könnten Sie auch interessieren, dass man da einfach ein paar Optionen gibt, was man sich als nächstes anschauen könnte. Oder vielleicht kann man auf Basis des Videos, gibt es dann einige To-Dos, irgendwelche Action-Items, die man dann auch umsetzen kann. Jetzt sind Sie dran, probieren Sie es mal selber aus, dass man auch dann zusätzliche Informationen oder Ressourcen preisgibt und zum Download anbietet oder irgendwie im Rahmen dieses Videos zur Verfügung macht, dass man nicht nur ein Video anbietet und sagt, hier ist das Video und das war's, sondern dass man den Betrachter auch auf seiner Lernreise ein bisschen an die Hand nimmt oder auch weiterführende Informationen anbietet. Und vielleicht nimmt der Betrachter diese Information nicht wahr, weil das eine Video die Frage eigentlich super beantwortet hat, dann ist das auch toll, wir haben unser Ziel, das Ziel des Erklärvideos wurde eigentlich erreicht. Aber oft sind ja auch noch einige Fragen offen, dann kann man dann vertiefende Informationen anbieten. Und auch das war etwas, was wir in den Lernvideos, nicht in den Lernvideos, in diesen analysierten Videos immer wieder bemerkt haben, dass viele Videos einfach diese zusätzlichen Informationen auch angeboten haben und dass diese Angebote dann auch wahrgenommen werden. Gut, wir haben jetzt 20 vor. Ich würde an dieser Stelle mal ganz kurz in die vorschlagen, dass wir uns mal mit den Fragen beschäftigen. Ansonsten könnte ich am Ende noch ein paar weitere Beispiele zeigen oder zeigen, wie man so ein einfaches Lernvideo mit unserer Software ein bisschen aufpeppt. Aber ich denke, es ist spannender, dass wir uns erstmal so ein bisschen mit den Fragen und der gemeinsamen Diskussion beschäftigen. Ja, genau. Ein paar einzelne Fragen habe ich schon gesammelt. Wieder hier von dem Herrn oder Frau Kaller hier ohne Mikrofon, die kann ich selber jetzt stellen von vorhin. Ja, bitte. Ansonsten kann man einfach die Hand heben. Wenn sonst noch jemand Fragen hat, einfach dieses Signal hier zum Handheben verwenden, wenn man die Teilnehmerliste im Display hat oder man tippt im Chat ein. Also die eine Frage war jetzt, wie stellt man jetzt die Aktualität von solchen Inhalten sicher? Und wie kriegt man das hin, dass die Mitarbeiter diese Videos so als ihr Baby sehen? Das sind so zwei Fragen. Ah, das sind sehr gute Fragen. Also, wenn man jetzt wirklich, nehmen wir mal die erste Frage. Wie kann man die Aktualität des Videos sicherstellen? Das ist wirklich nicht so einfach. Wir intern behelfen uns damit, dass wir, also wenn es über eine bestimmte Software geht, dass wir das dann wirklich bei Produktversionen definieren, dass wir sagen, diese Informationen sind aktuell für Version 8.1 oder 9.0, dass der Betrachter dann zumindest weiß, auf welches Produkt es sich bezieht. Und wenn wir dann ein älteres Video auch in Zukunft weiterverwenden, weil sich an sich vom Konzept her nichts verändert hat, aber vielleicht hat sich die Benutzeroberfläche verändert, dann ist ja meistens, muss man nicht unbedingt das komplette Video neu erstellen, weil die Informationen an sich ja noch gut sind. Und da arbeiten wir dann auch, dass wir dann entweder vielleicht das Video noch einmal neu produzieren, aber in den Vorspann reinschreiben, dieses Video wurde für Version 8.1 erstellt, die Informationen sind aber auch für Version 9 aktuell. Oder wir schreiben das in die Beschreibung des Videos rein, dass der Betrachter dann zwar weiß, aha, ist nicht so ganz hundertprozentig von der Benutzeroberfläche das, was wir eigentlich haben, aber die Informationen sind noch aktuell. Ansonsten ist es auch noch so eine Sache, wo man sich dann, ja, Videos aktualisieren ist Zeitaufwand, ist auch Geldaufwand und das ist auch nochmal so ein Argument für selber machen. Denn wenn man ein Video von einer Agentur hat, wo man viel Geld für bezahlt hat und dann muss man das aktualisieren, das schlägt dann nochmal sehr schnell aufs Geld drauf. Wenn man selber die Videodateien noch hat, dann sind diese Updates, die Aktualisierung vielleicht wirklich nicht so viel Arbeit und man kann das nochmal selber machen oder man kann über, wie vorhin angesprochen, über diese Call-Ups, diese Annotationen einfach nochmal ein Vermerk in das Video einbringen, als Text, wo dann draufsteht, diese Informationen sind nicht mehr aktuell, bitte schauen Sie bei bla 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 nach, um die aktuellste Version zu bekommen. Es ist nicht leicht und ist auch etwas, mit dem viele Firmen Probleme haben, die Videos immer aktuell zu haben. Aber dann kommt es am Ende wirklich darauf hinaus, dass die Person, die Videos erstellt hat, das ein bisschen im Auge behalten muss und es muss auch ein bisschen in dem Ziel von dem Video wiedergespiegelt werden. Wenn es jetzt wirklich nur darum geht, Informationen einmal kurz im kleinen Team zu vermitteln, dann ist es ja langfristig gesehen wahrscheinlich gleichgültig oder weniger wichtig, wenn das Video irgendwann mal nicht mehr aktuell ist, weil diese Informationen wahrscheinlich schon alle aufgenommen und verarbeitet wurden und nicht mehr unbedingt da sein müssen. Wenn man nun aber sagt, dieses Video muss uns für die nächsten 5 Jahre immer wieder zur Seite stehen, dass man das dann auch vielleicht bei der Videoproduktion oder bei der Planung im Voraus bereits einberechnet, was diese Änderungen sein könnten.
Ja, so würde ich das so ein bisschen sehen. Die zweite Frage war, wie kriegt man Leute dazu, diese Videos auch ein bisschen als eigenes Baby zu sehen? Und da würde ich, was ich, ja, wie motiviert man die Leute im eigenen Unternehmen, die Videos auch selber zu erstellen? Ich denke, das ist Teil davon. Da würde ich mal ganz kurz eine Folie aus einer anderen Präsentation öffnen. Eine Sekunde, ich muss mal kurz suchen. Die sollte ich in einer Minute haben. Die würde, glaube ich, nicht nämlich gerade ganz gut passen. So, wo haben wir jetzt hier? Eine Sekunde. So, Präsentation gefunden. Gerade noch auf der Suche nach der richtigen Folie. Gut, das schiebe ich jetzt mal gerade rüber. Ich hoffe, das können Sie jetzt alle sehen. Sehen Sie das? Ja, ich sehe es. Okay, genau. Und das ist jetzt, wir haben mit Virgin Media in Großbritannien zusammengearbeitet. Und die haben eins unserer Tools jedem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, damit die Mitarbeiter auch selber anfangen können, mit einfachen Mitteln Screencasts zu erstellen, um ihr Wissen auch wirklich zu dokumentieren. Die hatten das Problem gehabt, dass viele Leute in den Ruhestand gegangen sind und das Wissen dementsprechend dann ja, das Unternehmen verlassen hat. Und die wollten wirklich viele Videos haben, die den Leuten helfen, um dieses Wissen auch zu dokumentieren. Aber die hatten natürlich auch die Problematik, dass die allgemeinen Angestellten, wie motivieren wir die, wie kann man das tun? Und die haben ein internes Netzwerk oder so ein Portal, so ähnlich wie SharePoint. Und da haben sie eine Seite eingerichtet, die verschiedene, und das ist so diese Hauptseite, ein Screenshot davon, wo sie es den Menschen so ein bisschen näher bringen wollen. Also zum einen sieht das Ganze so ein bisschen spielerisch aus, ein bisschen gemalt und sowas. Und da war so ein bisschen die Idee, dass es ja nicht kindisch aussieht, sondern dass es leicht aussieht. Ja, dass es mit einfachen Mitteln gemacht ist, um einfach die Hemmschwelle ein bisschen zu senken. Nach dem Motto, auch Sie können ein Video erstellen. Dann hier oben die Top 3 Tipps. Das ist auch, das spiegelt auch das wider, was ich vorhin gesagt habe. Also einmal, die Videos müssen nicht besonders lang sein. 2 bis 6 Minuten haben die jetzt für sich festgelegt. Dass man, die legen auch gar keinen Wert auf Nachbearbeitung, sondern legen es wirklich nur darum, Informationen aufnehmen, Start, Stopp. Muss nicht perfekt sein. Die Informationen müssen einfach nur irgendwie aufgenommen werden. Und dass man auch hier, keep it short and to the point, dass man hier den roten Faden ins Auge nimmt und beibehält. Und dann haben sie auch innerhalb auf diese Kacheln kann man klicken, erfährt dann weitere Beispiele. Aber warum haben wir dieses Tool im Unternehmen eigentlich eingeführt? Warum wollen wir, dass die Videos machen? Und da wird dann auch wieder dieser Mehrwert vermittelt, was ich vorhin angesprochen habe. Was kann man damit anstellen? Also zeigen wir ein paar Beispiele, um die Kreativität ein bisschen anzusporen. Ideen, dann natürlich auch die technische Anleitung, wie man es macht. Und dann zuletzt natürlich auch noch die Möglichkeit, Hilfe zu bekommen, wenn man eine Frage hat. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Ansatz, um die normalen Betrachter so ein bisschen von Video zu überzeugen oder auch für Video zu gewinnen, dass die auch sagen können, ah ja, okay, ist vielleicht gar nicht so schwer, ich habe ein paar gute Ideen, wie ich das machen kann und dann tue ich das auch. Und wenn man dann einmal ein Video erstellt hat, dann, ja, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, ist, wenn es Wege gibt, Feedback zu geben auf die Videos. Entweder durch Daumen hoch, Daumen runter, durch Sternchensysteme oder auch einfach nur durch normale Kommunikation in der Cafeteria oder sonstiges. Wenn man gutes Feedback auf ein Video bekommt, dann ermutigt das natürlich einem auch, dass man das Video dann weiterführt. Oder dass man das Video auch so ein bisschen, dass man mehr Videos erstellt oder dass man das eine Video auch ein bisschen sich öfters anschaut und darauf achtet, dass es akkurat ist. Man könnte es natürlich noch einen Schritt weiterführen und Elemente von Gamification einführen, wo man dann auch, ja, wo sich dann Leute dann für so und so viele erstellte Videos dann bestimmte Preise bekommen oder Sternchen bekommen. Da gibt es dann natürlich auch Möglichkeiten, die man ausarbeiten könnte. So, welche Fragen haben wir denn jetzt noch? Gut, ich würde jetzt mal an Andreas Vogt weitergeben. Der hat ja noch Ja. die Hand gehoben. Jetzt kann man selber stellen die Frage. Hallo, gibt es auch freie Software zur Erstellung eigener Erklärvideos, wenn man erstmal starten möchte und sich mal ausprobieren möchte? Ah, selbstverständlich. Also, haha, okay. Werbung an, klar, von unserer Software gibt es auch Testversionen, Werbung aus. Nee, aber es gibt auch, abgesehen davon, es gibt zur Aufnahme des Bildschirms selbst, gibt es zum Beispiel ein Programm, das heißt Screener. Die haben, glaube ich, eine kostenfreie Testversion. Nicht Testversion, also die haben eine freie Version, die hat dann ein Wasserzeichen mit drin. Es gibt noch ein anderes Tool, das heißt Jing, mit dem kann man kostenfrei den Bildschirm aufnehmen, wenn man ein Mac hat, kann man zum Beispiel dann auch mit QuickTime arbeiten. Wenn man muss ja auch, wenn es jetzt
außerhalb des Bildschirms ist, kann man dann ja auch mit seinem eigenen Handy arbeiten und dann zur Videobearbeitung, zur Nachbearbeitung dieser Videos selbst. Bieten sich dann eigentlich auch verschiedene Videoschnittprogramme an. Also man muss jetzt nicht die großen von Adobe benutzen oder die von uns jetzt, von TechSmith, sondern da kann man auch die ersten Schritte mit dem Windows Movie Maker machen oder mit iMovie oder das, was eigentlich schon vorinstalliert ist. Denn ja, das ist eigentlich wirklich am allerwichtigsten, denke ich auch, dass man die erstmal anfängt, sich an das Thema herangewöhnt, ein Video erstellt, Feedback bekommt, denn wir wollen ja nicht beim ersten Mal gleich das, auf Englisch würde man sagen, ein Home Run erledigen, sondern wir wollen halt wirklich Erfahrung sammeln, Feedback bekommen und das Konzept weiterentwickeln können. Also da gibt's doch inzwischen relativ viele Anbieter, die dann entweder komplett kostenfrei sind, weil sie Open Source sind, oder die zumindest eine Testversion oder so eine limitierte Version haben, die dann vielleicht ein Wasserzeichen mit drin hat, dass man sich damit dann schon mal gut befassen kann. Gut, Dankeschön. Bitteschön. So, ich habe hier noch eine Frage, die könnte gerne relativ wichtig sein. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Das ist ja diese Themen mit dem persönlichen Datenschutz im Unternehmen vielleicht darauf hinweisen, wenn Personen mit in Filme kommen und solche Dinge und was man da vielleicht beachten müsste. Ja, das ist ein sehr großes Thema, ist auch von Land zu Land unterschiedlich, ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Also für alle Leute, die im Video auch selbst zu sehen sind, nehmen wir jetzt mal an, sie interviewen den Wissensexperten zu Druckköpfen bei Heidelberger Druckmaschinen oder sowas, dann würde ich natürlich immer Einverständniserklärungen unterzeichnen lassen, dass die Person an sich selbst bewusst sind, dass sie in diesem Video auftauchen. Bei Großkonzerten sollte man aber natürlich auch nochmal den Betriebsrat fragen. Also da kann ich jetzt auch keine definitive Antwort geben, weil das je von Firma unterschiedlich interpretiert wird. Ansonsten sollte man natürlich auch in den Videos darauf achten, dass dann keine persönlichen Informationen zu sehen sind. Also was ich zum Beispiel öfters mal gemacht habe, ich habe dann meine Videos nicht auf meinem eigenen System aufgenommen, sondern ich habe mir unter Windows einen zweiten Login erstellt, der hieß dann Herr Mustermann. Und dann hatte ich im Grunde meine eigene Instanz von dem Herrn Mustermann, wo ich meine ganzen Videos erstellt habe. Und man konnte anhand der Videos dann nicht nachvollziehen, wer dieses Video gemacht hat oder auf wen diese Videos bezogen waren. Der Herr Mustermann hatte dann auch ein Login in unserem eigenen System, unserem Firmensystem, dem internen, damit sich der Herr Mustermann dann auch in den verschiedenen Plattformen einloggen konnte. Und so habe ich dann nicht mit persönlichen Daten gearbeitet, sondern ich habe dann mit verschleierten Daten in diesem Rahmen dann gearbeitet. Aber ansonsten natürlich nachfragen, sich erkundigen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Dann natürlich auch Thema Gamification, erlaubt, nicht erlaubt. Da muss man dann, wenn man bei den ersten Videos wahrscheinlich nur darauf achten, dass die Personen, die gezeigt sind, damit auch einverstanden sind. Wenn es darüber hinaus größer wird das Projekt, man will eine ganze Videostrategie aufbauen im Unternehmen, dass man das dann auch entsprechend abklärt mit allen Beteiligten. Ja, genau. Ich habe ja, der Hinweis war ja mit eventuell Formblätter und Checklisten für diese Sachen zu haben mit den Sicherheitsaspekten und worauf man da achten sollte, damit man es nicht erst merkt, wenn das Video fertig ist. Genau. Ja, genau. So ein typisches Beispiel ist, dass man irgendwie ein Video erstellt und dann, man merkt es gar nicht, man kriegt eine E-Mail und die wird dann während der Bildschirmaufnahme im oberen rechten Eck, kriegt man von Outlook diese Benachrichtigung. Der Herr Liesch hat Ihnen gerade eine E-Mail geschickt. Was machen Sie morgen Abend? Und das ist in diesem Video zum Beispiel zu sehen. Und im Nachhinein muss ich das dann entweder umständlich herausarbeiten oder irgendwie abblenden oder sowas, weil das sind natürlich dann nicht unbedingt Videos, die ich bei YouTube hochstellen will und soll, dass dann die ganze Welt sehen kann, dass ich mit dem Herrn Liesch befreundet bin und dass wir uns heute Abend zum Abendessen treffen oder was auch immer das Thema gerade ist. Aber da hilft dann auch so kleine Tricks, dass man zum Beispiel vor der Videoaufnahme einfach sein Outlook mal ausmacht und auch vielleicht Dropbox ausmacht, denn Dropbox liebt es auch, so kleine Benachrichtigungen ins Bild zu spielen. Genau, ich habe ich sehe jetzt noch keine weitere Hand, deswegen werde ich jetzt meine Frage mal noch los. Wie bereitest du dich so auf dieses Video vor oder was sind da die Tipps? Ich habe also auch gemerkt, auch für die kurzen Videos habe ich teilweise 5, 6 Versuche dann gebraucht, weil irgendwie so ganz rund waren sie nicht oder dort hat es gehangen und so weiter und dort war die Linie nicht ganz durchgezogen. Wie machst du das? Kommt immer auf das Video an, auf die Zielgruppe. Also wenn es jetzt ein Video ist für meine, das auf unsere Website geht, wo ich auch wirklich denke, dass es sehr wichtig ist, dass der Ton mehr oder weniger perfekt ist, ohne Versprecher und Arms und sonstigen Sachen drin, dann schreibe ich wirklich ein Skript,
dieses Skript, in diesem Skript wird wirklich Wort für Wort steht drin, was gesagt wird in diesem Video. Das hat auch den Vorteil, dass ich das Skript leicht zur Review an Kollegen schicken kann. Da sehen die bereits, ob was ich besprechen möchte und ob ich auch wirklich an alles gedacht habe. Und dann gibt es natürlich auch immer interne Stakeholders. Also bei uns sind es zum Beispiel die Entwickler und die Produktmanager. Und die wollen sich das auch nochmal anschauen und die sollen das dann auch absegnen. Denn wenn ich dann am Ende mein Video habe, dann können die nicht kommen und sagen, wieso hast du das so erklärt und nicht so. Dann kann ich nämlich sagen, Entschuldigung, Sie haben das Video abgesegnet, das ist jetzt so und fertig. Also Skript finde ich sehr, sehr wichtig. Bei diesem Skript mache ich mir auch schon Anfang an ein bisschen Gedanken, wie das Ganze visuell aussehen sollte. Aber wichtiger ist wirklich, was wird wann und wie und wo gesagt. Und dann nehme ich meistens meine Videos auch so ein bisschen aufwendiger auf, dass ich einmal den Ton aufnehme, einmal das Bild aufnehme und die anschließend dann zusammenschneide in unserer Software. Wenn es nur darum geht, mal eben schnell etwas zu vermitteln, also Kunde stellt mir eine Frage, ich mache ein kurzes Video, das schicke ich zurück, da mache ich mir dann nur Stichpunkte von dem, was ich eigentlich sagen möchte oder die wichtigen Themen, die ich anschneiden möchte. Und wenn ich irgendwelche Key-Ausdrücke, also so Key-Sätze, ganz, ganz wichtige Sätze habe, die auch wirklich eins zu eins stimmen müssen, zum Beispiel das Mission Statement von unserer Firma oder irgendwas ganz Kompliziertes, dann schreibe ich mir die auch auf diese Notizen hinzu, dass ich dann zumindest die einzelnen Sätze, die wichtig sind, ablesen kann, damit die dann auch wirklich stimmen, wenn es drauf ankommt. Aber bei diesen eher ein bisschen informelleren Videos, wo ich ohne Skript arbeite, da bin ich mir dann auch bewusst und ich bin damit auch vollkommen in Ordnung, dass die Videos nicht perfekt sind. Die haben Versprecher drin, ich räuspere mich, ich muss vielleicht nicht alles passt hundertprozentig zusammen, aber solange die Informationen in dem Video stimmen, solange der Betrachter seine Frage beantwortet bekommt, indem man sich das Video anschaut, habe ich eigentlich mein Ziel für das Video erreicht und will dann eigentlich auch nicht mehr Zeit in die Nachproduktion stecken, weil Zeit ist Geld, ich habe noch andere Sachen zu tun und das, wie gesagt, das Ziel ist erreicht. Da muss man sich dann auch so ein bisschen, ja, je nach Zielgruppe auch damit dann, muss man das auch akzeptieren, dass dann manche Inhalte nicht Hollywood perfekt sind, sondern auch so kleine Imperfektionen haben, aber solange die Informationen, die vermittelt werden, passen und die Fragen beantwortet sind, dann haben wir eigentlich unsere Arbeit auch aussichtsreich getan. So, jetzt habe ich gerade noch mal, Gabriele hat gerade noch eine Frage gestellt. Ja, oder? Genau, ich sehe gerade hier. Ja, ich frage mal schnell, weil es jetzt gerade passt, aber im Chat, Dirk, ist auch noch eine Frage von Herr oder Frau Kallach, aber meine passt vielleicht gerade ganz gut. Anton, weil du sagtest, das muss nicht perfekt sein. Wie ist denn deine Erfahrung? Also ich erlebe immer wieder, gerade bei dem Format Video, wenn man versucht, Organisationen dazu zu bewegen, intern mehr Video für den Wissenstransfer zu nutzen und dann durchaus auch zu sagen, steckt da nicht zu viel Aufwand rein, das ist nur in Anführungszeichen intern für die Kollegen, dass das ganz schwierig ist, dass da kommt die Corporate Identity und Corporate Design und die Unternehmenskommunikation und dann hat man vielleicht irgendwo im Kopf diese Benchmark, diese externen Anbieter, die dann hochprofessionelle Videos erzeugen. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Wie kann ich Organisationen überzeugen, dass auch das ein Format ist, was ganz gut nach dem 80-20-Prinzip funktionieren kann? Ich würde in solchen Situationen wirklich aufs Geld zeigen. An erster Stelle würde ich die davon überzeugen, warum Videos eigentlich sehr gut sind. Also diese typischen Sachen, die können immer wieder eingesetzt werden, wenn sie einmal erzeugt wurden. Die Leute wollen heutzutage mehr Videos sehen, sind sehr effizient und solche Sachen. Und wenn man dann, wenn die Firma sagt, okay, Video ist interessant, wie machen wir das nun? Und wie können wir unsere Corporate Identity und dann die ganzen Sachen, die Sie gerade erwähnt haben, wie kann man die beibehalten? Und da muss man halt dann wirklich auch sagen, so, wir können jetzt, dass man auch sagt, mit diesem einfachen Format, was vielleicht nicht ganz perfekt ist, was aber auch nur intern dann verwendet wird, da haben Sie dann die Wahl. Sie können dann ein Video in 5 Minuten erstellen und sagen, das reicht. Und das kostet Sie dann, da muss man irgendwie den Satz mal ausrechnen, dieses 5-minütige Video kostet das Unternehmen dann 50 Euro. Oder wir können es dann nochmal nachpolieren lassen und aufbereiten. Da kostet dieses gleiche Video 500 Euro. Und dann merkt man relativ schnell schon, dass die Firmenidentität dann vielleicht nicht mehr unbedingt so sein muss, wenn man die Wahl hat zwischen einem Video oder 10 Videos zum gleichen Preis. Selbst wenn kein bares Geld dahinter steckt, sondern Arbeitszeit. Ja, dass man da so ein bisschen die Balance findet. Ansonsten kann man dann auch natürlich noch Schritte gehen, wo man dann sagt, so, okay, wir geben unseren Mitarbeitern Videotools an die Hand, damit sie selber Videos erstellen können. Aber diese Tools haben dann schon bestimmte Farbpaletten eingebaut,
damit er zumindest das Corporate Branding beibehalten wird, dass dann alle Pfeile, die im Videos drin sind, grün sind oder mit jedes Video den gleichen Vorspann beinhaltet. Also so Schritte kann man auch gehen, wenn man einen Kompromiss finden möchte, dass den Mitarbeitern dann bestimmte Elemente bereits gleich zugänglich gemacht werden können, um halt dieses Branding mit einzubauen. Aber das ist dann natürlich auch immer wieder ein zusätzlicher Arbeitsaufwand, Zeitaufwand und auch Lernaufwand. Also ich sag mal so, Start und Stopp drücken kann eigentlich jeder und dann vielleicht auch noch das Video irgendwo abspeichern. Und alles darüber hinaus, dann wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Da muss man schon wirklich die Motivation haben, sich damit auseinanderzusetzen. Gut. Und das Interesse der Mitarbeiter selbst, die kümmern sich in der Regel rechtlich wenig um die Firmenidentität. Die wollen einfach ihre Arbeit machen und das Ganze effizient und nicht lang mit irgendwelchen Vorgaben rummachen. Gut, so ist zumindest meine Erfahrung. Gut, ich habe noch eine letzte Frage von meiner Seite her, weil die ja auch über den Chat von gekommen ist. Wo siehst du die Grenzen der Anwendung von Erklärvideos? Hier stand als Beispiel zum Beispiel Videos unter rauen Produktionsbedingungen, Staub, Lärm oder so weiter. Vielleicht gibt es noch andere Grenzen, wo du sagst, es ist vielleicht nicht ganz so günstig dort in dem Umfeld. Ja, es kommt immer darauf an, was erklärt werden muss. Also, Also ich denke jetzt so Sachen wie Staub und sowas sind, würde ich jetzt wirklich nicht als Grenze bezeichnen, denn es gibt, also ich stelle es mir so vor, Fabrikhalle, Mitarbeiter können sich auf einem iPad, da gibt es auch zum Beispiel iPad-Höhlen, die staub- und wasserabweisend sind, können sich dann die bei Bedarf Lernfilme, Erklärvideos anschauen, die dann ja bestimmte Arbeitsschritte darstellen. Ich denke eher so, die Limitationen sind dann eher in, wie viel Zeit hat man? Hat man Menschen im Unternehmen, die sich damit Vollzeit beschäftigen können, um diese Videos zu erstellen, oder auch Menschen, die vielleicht andere Leute dabei unterstützen, diese Videos zu machen. Und das ist dann eher so eine Limitation. Also wer macht das? Wie leicht wird es den Mitarbeitern gemacht, auch selber Videos zu erstellen? Ansonsten für diese Einsatzszenarien, ja, kommt immer wieder auf das Thema an. Also ich könnte mir jetzt mal überlegen, aber ja, also in vielen Fällen ist Video auch ein bisschen Overkill. Also wenn es jetzt nur wirklich darum geht, wie öffne ich ein neues Dokument in Microsoft Word, da reicht vielleicht ein Screenshot, muss man nicht unbedingt ein Video zu erstellen. So genau eine gute Antwort habe ich da jetzt leider nicht, tut mir leid. Muss man sich wirklich, glaube ich, immer mit der Situation direkt befassen und gucken, wann geht's gut, wann geht's nicht. Aber es ist wirklich dann am Schluss eine Frage von Ressourcen und Zeit, wie man eigentlich machen kann. Ah doch, eine Sache noch zu dem Punkt. Es gibt natürlich auch Sachen, wo zum Beispiel jetzt in Bedienungsanleitungen werden, die müssen gedruckt vorliegen, aus Sicherheitsgründen, dass man die Bedienungsanleitung bereits lesen kann, bevor man das Gerät überhaupt anmacht zum Beispiel. Und da würde sich ein Video dann höchstens zur Ergänzung anbieten, aber würde zum Beispiel nie wirklich die Bedienungsanleitung ersetzen können, weil die gesetzlich halt vorgeschrieben ist, dass die mitgeliefert wird. Gut. So, dann... Ich hätte erstmal keine weiteren Fragen mehr. Ich weiß nicht, da waren noch die zwei Fragen vom Anfang gewesen, so Einsatzszenarien für Tutorials und ja, genau. Ich weiß nicht, wie viel davon noch offen geblieben ist von verschiedenen Einsatzszenarien. Es gab noch eine Frage von Herr oder Frau Kaller. Welchen Stellenwert haben Wissensprüfungen im Anschluss an das Video und wie sind hier die Erfahrungen mit dem Betriebsrat? Okay. Ja, der Betriebsrat macht es immer sehr, sehr schwer. Um ehrlich zu sein, also ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die setzen das ein, aber jetzt keiner von meinen Kunden hat das durchgesetzt. Sondern die haben alle gesagt, einige bauen zwar eine Wissensprüfung ein, die ist aber anonymisiert. Da geht es dann wirklich nur darum, das Wissen noch einmal vertiefen zu können und die Leute, die Betrachter nochmal so ein bisschen aktiv mit in das Video einzubeziehen. Aber die Werte, die sie angeben, werden nicht gesammelt und werden nicht ausgewertet bei den Kunden, mit denen ich jetzt Erfahrung direkt gesammelt habe. Aber ich denke, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Im Ausland sehen wir das auch viel, viel stärker als in Deutschland, dass das bereits eingesetzt wird, weil das auch für Betrachter sehr gut ist, weil es denen auch in gewisser Weise Rückmeldung gibt, wie sie stehen, wo sie stehen. Ist aber auch für die Lerner sehr gut, also jetzt oder auch für die Leute, die Lernungsabteilung, die Leute, die Videos erstellen, weil man da natürlich auch sehr gut Rückmeldung bekommen kann, wie effektiv ein eigentliches Video war. Also jetzt zum Beispiel eine Statistik, die ich mir ganz gerne anschaue, ist folgendes. Ich lade viele meiner Tutorials bei YouTube hoch. Und bei YouTube kann man zwar keine Fragen stellen, aber man sieht, wie lange
Leute das Video angeschaut haben, bevor sie abgesprungen sind. Und diese Statistik, diese Analytik schaue ich mir immer sehr gerne an, damit ich sehen kann, wie gut ich die Aufmerksamkeit der Betrachter innerhalb des Videos gehalten habe. Und wenn ich merke, dass bei der Minute 30 ganz viele Leute abgesprungen sind, dann schaue ich mir das Video nochmal an und schaue genau auf diese Minute 30, um zu sehen, habe ich in diesen ersten 90 Sekunden die Frage einfach schon so gut beantwortet gehabt, dass die Leute den restlichen Informationen nicht mehr gebraucht haben? Oder gab es andere Probleme? Vielleicht habe ich zu viel geredet, vielleicht bin ich nicht auf den Punkt gekommen. Aber so kann man selbst von solchen Analytiken oder solchen Einsichten, die selbst nicht jetzt eine Wissensprüfung sind, sondern in diesem generellen von Analytics drin sind, kann man trotzdem nochmal Mehrwert haben oder Mehrwert erkennen und herausnehmen. Also ich denke, Wissensprüfung hat sehr, sehr viel Potenzial, aber ja, Betriebsrat macht die Sache dann meistens schwieriger. Aber eine Möglichkeit wäre dann natürlich, das dann anonym durchzuführen, dass dann zumindest ja, die Wissensvertiefung im Punkt steht, jetzt weniger die Prüfung selbst. Gut, dann danke ich dir vielmals. Ich sehe schon, wir haben jetzt ja die 16 Uhr etwas überschritten. Das heißt, auch ein Teil der Teilnehmer hat uns jetzt schon verlassen, jetzt zum Ende zu den letzten Minuten. Ich denke, es war sehr informativ. Ich fand es spannend und ich freue mich, dass du die Zeit dafür hattest. Also vielen, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Freut mich immer, dass ich mit diesen Sachen dabei sein kann, über Lernvideos reden zu können. Ich bin ein großer Lern- und Lernvideo-Geek, also ich freue mich richtig, wenn ich diese Möglichkeiten habe. Und in dem Sinne, falls sich noch jemand mit mir zu dem Thema weiter austauschen möchte, habe ich auch hier nochmal meine Kontaktdaten. Man findet mich auch bei Xing und LinkedIn. Also ich freue mich über jeden Austausch zu Erklärvideos. Wenn die mal Konzepte haben, Videos erstellt haben, ich schaue mir so Sachen immer ganz gerne an und ja. Auf Englisch würde man sagen, let's geek out about video, aber naja, gut. Super, ja, vielen Dank, war ganz toll.